Hallo und herzlich willkommen zu Part 34. Jetzt muss ich gerade echt überlegen, aber wir sind bei Part 34, da bin ich mir sicher. Ich bin's, euer K.O.H. und ihr seht, ihr wisst Bescheid, ihr habt ja bestimmt so gelesen, so Pokémon Platin. Auf jeden Fall, nicht stehen geblieben, ich tu mir jetzt hier das Item schnappen. Ich hab mir die Haut am Finger abgerissen und das brennt höllisch. Und, bevor ich es vergesse, wir gehen in den Doppelkampf rein. Das war so nicht neben. Oh, noch ein Morlord. Ihr wisst, wie das läuft. Habe ich schon im letzten Part ganz am Ende gesagt. Überlebt es die Attacke Megasorge, wird es gefangen. Überlebt es sie nicht? Nein, halt nicht. Dann kann es ja auch nicht mehr fangen. So. Die meisten haben sind ja bestimmt auf die Idee gekommen, welches Pokémon ich als nächstes fangen möchte. Definitiv fangen möchte. Habt ihr bestimmt schon gerafft. Also denke ich mir mal so nebenbei. Wenn nicht, dann... Dann guckt euch den Part einfach nochmal an und denkt nach, was ich damit meinen könnte. Oder ihr wartet einfach diesen Part ab, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Part hinbekomme. Spätestens im nächsten Part hat unser Team ein Pokémon mehr. So, ja. Ein Doppelkampf gegen zwei Ast-Trainer. Ne, Pokémon Ranger, oh. Anne und Heribert. Meryl und Panpyro. Wow. Nice! Könnte ja fast ein sehr Rivale sein, ey. Muss ich echt sagen. So, nebenbei mal erwähnt. So, weiter. So, jetzt Megasauger und dürfte reichen. Offenlegung, ja, wovon denn? Als ob irgendeines unserer Pokémon Schutzschild oder Scanner hat. Ich glaube, ja, vielleicht kann Enton irgendwann Scanner lernen, aber nicht, dass ich wüsste. Also wüsste ich jetzt nicht so auf Anhieb. Na, auf jeden Fall setzen wir einen Megasauger gegen Meryl ein und das dürfte es dann auch sein. Also bei ihm müsste es eigentlich ein lockerer One-Hit werden, oder? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist echt nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Das kann's doch echt nicht sein. Was soll das denn bitte? Na, das so und das so richtig, richtig unnötig, nenne ich das einfach mal. Und zwar richtig unnötig. Wieso habt ihr das denn überlebt? Und echt, mein Papyro hat wenigstens viel überlebt, also so ein Achtel oder ein Viertel, ja. Aber der hat doch gar nicht, hat vielleicht 2 KP noch gehabt, denn überhaupt. Das kann so echt nicht sein, ey. Halt da, warum ist... Achso, wegen dem ganzen Megasauger-Sponsor wieder geheilt. Ich war gerade so voll so, hab ich ihm einen Trank gegeben oder so? War ein Fulipurba, warte, war das? Oh, das ist geil, aber ich habe halt schon Pflanzen-Pokémon. Und nur ein Evoli, das ist halt richtig scheiße, dass ich nur ein Evoli hab. Gerd, ich müsste mich mal erkundigen, ob man in dem Spiel noch irgendwo anders Evolis fangen kann. Weil Fulipurba ist richtig... Richtig, richtig geil, finde ich. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich stark, aber... Oh Mann, ey, Fulipurba. Das ist doch sau blöd. Ich will auch ein Fulipurba haben. Aber bis jetzt sieht die Entwicklung von unser Evoli halt etwas anders aus. Wobei, ich glaube, Evoli lernt kann geile Attacken erlernen, die es dann... als Entwicklung nicht mehr lernen kann. Das wäre eine Überlegung, wird das Evoli dann so ins Team zu nehmen oder... Na, ich überleg's mir noch. Ja, danke, ich bin ein warmherziger Trainer, merk ich mir. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Ja, wir sind nah dran, wo wir hinwollen. Nah dran. Oh, ein Rosenia. Eine Roselia, uiuiuiui, dieser Rosa hier. Das war's auf jeden Fall. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Och, und ein Schritt weiter kommt wieder eins. Was soll das denn bitte? Und ein Staravia. Mann. Also, wie es aussieht, werden wir in diesem Part unser neues Teammitglied bekommen. Da fliegen wir nochmal. So. Jetzt gehen wir hier lang, dann hier lang. So, dann da lang. Dann rennen wir hier hoch und... BOOM! Oh, das ist ein Pokéball, den hol ich später.
So, als erstes mache ich mal das. Und lass mal irgendein neues seltenes Pokémon freischalten. Und Angeberei erstmal gefunden. Also hier im Trophäengarten. Du sprichst mit dem Typen hier und dann ist immer irgendwie ein neues seltenes Pokémon freigeschaltet. Ja. Aber welches Pokémon freigeschaltet ist, weiß man halt nie. Deswegen ist es immer unterschiedlich, soweit ich weiß. Aber das Pokémon, das wir zeigen würden, das kommt bestimmt hier schnell, hoffe ich mal. Wenn nicht so, ist Offscreen ist ja auch kein Ding. Oh! Direkt das erste Pokémon, das ist natürlich sehr nice. Erste Pokémon, das wir finden, ist das Pokémon, das wir wollen. Und um die Gefahr nicht zu nehmen, dass wir es jetzt mit einem One-Hit killen, tausche ich einfach mal auf unser Auflocker mit Pokémon. Erstmal Angriff runter machen. Doppelteam, ah ja. Dann werfen wir auch nicht im Pokéball nicht vorbei, ne? So, dann setzen wir mal. Oh, Rucki Pets schneiß an. Och, das ist doch richtig lame, Junge. Warum? Na, Flügelschlag. Damit, Ruckzuckip zieht schon ziemlich viel ab. Wenn ich jetzt nämlich dann einen Falltreffer mit Ruckzuckip mache, ist es nämlich K.O. Ach, natürlich. Ach, Pikachu, was soll das denn? Mann. So, das kann's doch nicht sein, ey. Das Vieh hat eine gute Genauigkeit. Das sieht man auf jeden Fall, wenn es mit Slam schon trifft. So, das sieht nach einem guten Schaden aus und wir sind paralysiert. Und es hat eine Beere. Schade, er hat keinen Kugelblitz an sich. Wäre auch zu nice. Ja, aber ich überlege gerade, also Pikachu mit Kugelblitz ist definitiv stärker als Raichu. Das weiß ich. Also ich überlege gerade echt, dass ich einfach das Pikachu fange und dann offscreen nach Kugelblitz suche. Also Pikachu ist definitiv gefangen. Das finde ich sehr nice. So. So, und wie nennen wir das Pikachu denn? Wir nennen es... Lasst euch mal kurz überraschen. Ein E, ein L, ein E, ein T, ein D, ein R, ein O. Und dann ein B, ein E und ein M. Electro Bam! Das ist unser Pikachu. Also, ich mach's doch so. Ich suche jetzt offscreen nach Kugelblitz und wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hab's endlich geschafft. Und es ist auch noch perfekt. Das ist ein weibliches Pikachu. Das fange ich mir auch. Dann mache ich mir mal einen Peach mit Voltackle, trainiere es hoch und dann habe ich einen Pikachu mit Voltackle. Ey, das ist eigentlich so geil. Das ist eine gute Idee. Ja, diese Spontanität, die finde ich gerade richtig geil. Das werde ich definitiv machen. Und dann haben wir noch ein Pichu, was wir von Anfang an trainiert haben. Das heißt, es hat eigentlich die Maximalwerte. Das nennen wir einfach mal. Mutter. Weil es die Mutter unseres Pokémon sein wird. So. Jetzt fliege ich schnell nach Trostu. Oh, nee, du hast keinen Fliegen. Na, drohst du und mach das. So. Wir machen das dann einfach so. Ich schalte euch dann wieder ein. Also ich mache gleich wieder auf Screen. Und ich schalte euch dann wieder ein, wenn es Ei schlüpft. Weil ich glaube, das wird sonst ziemlich langweilig. Wenn das jetzt, wenn ich jetzt die ganze Zeit da rummache und ihr dann... die ganze Zeit angucken dürft, was ich da mache. Das wird wahrscheinlich für euch etwas langweilig werden. Deswegen machen wir es dann einfach so. So, jetzt hole ich mal hier die Pokémon ab.
dein Togepi um 17 Level und um 2. Ernsthaft? Ernsthaft? Hart. Richtig hart, ey. So. So, Pokémon eingesammelt. Ablegen. Gucken wir gerade mal die Attacken an. Nichts Gutes. Ablegen. So. Dann nehmen. Einmal unser Electro-Bam. Und einmal ist die Mutter. So. Ich glaube, das ist eigentlich egal, wer den Kugelblitz trägt, ne? Deswegen gebe ich dem Kugelblitz jetzt mal einfach den Vater. So. Dann, ja, du bist die Pensionsleiterin, ich weiß das. Bitte dieses Pikachu? Danke. Ja, das sollte auch, das wäre sehr nett. Und, dieses Pikachu. Dann nehmen wir deine Mutter, ey. Du bist auch so. Okay, also, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Also, bis eigentlich, wir sehen uns gleich. Und, ja, bis zu dem Zeitpunkt muss ich das Ei aufschlüpfen. Bis gleich. Ja, Leute, ich wollte euch kurz mal zeigen, was ich hier am Machen bin. Also, ich mache mir extra ein paar mehr Eier, wie ihr seht. Aus dem guten Grund, damit ich auch noch ein geiles Wesen bekomme. Und der hat schon wieder ein für mich und ich kann nichts machen, weil ich schon zu voll bin. Und ich muss jetzt warten, bis es schlüpft, ey. Auf jeden Fall schalte ich mich ein, dann sobald es wieder geschlüpft ist. Bis dann auf jeden Fall. So, und da bin ich auch schon wieder. Also ihr seht jetzt nur das erste Ei, das aufplatzen wird. Danach muss ich wieder offscreen weiter und suchen nach dem richtigen Wesen. Und hoffe, dass es auch die Attacke hat. Auf jeden Fall haben wir unser erstes Peach auf jeden Fall schon mal. So. Auf jeden Fall, das wird dann unser neuer Electro-Bam, das steht definitiv fest. Elektro. Dann noch ein B zu dem M. Electro-Bam. So, wobei, ich muss jetzt alle Elektro-Bam. Nein, ich muss einfach nur nach dem Wesen erstmal. Ah, ich muss dann alle Elektro-Bam. Auf jeden Fall gucken wir einfach mal, was das für ein Wesen hat. Und zwar Locker. Locker. Okay, also ich sag mal so, ich guck mal gerade, was locker ist. Wenn es gut ist, geht's gleich hier weiter. Wenn nicht, müsst ihr warten. Bis dann. So, da bin ich dann auch schon wieder. Also ich habe jetzt ein Pichu genommen mit einem lockeren Wesen. Das heißt, Verteidigung hoch, Initiative runter. Ist eigentlich auch nicht schlimm. Und ich werde jetzt gerade nochmal den Namensbewerter suchen, den Namen ändern, weil ich war mir. Wobei nein, brauche ich gar nicht ändern, oder? Heißt ja schon. Ja, heißt ja schon, so habe ich das so genannt. Habe ihm gerade den EP-Teil gegeben, damit, also das sind die momentanigen Werte, Angriff ist halt oben, nee, warte, nein, Verteidigung ist hoch und Initiative runter, also ich eigentlich ziemlich gut finde, hat eigentlich fast alles gleich, nur hoher Angriff schon. Und ja, auf jeden Fall werde ich ihn jetzt etwas trainieren und dann, ja, jetzt noch ein, zwei Kämpfe hier onscreen machen und dann offscreen ihn auf Teamniveau bringen. Bis ich dann halt soweit bin, dass ich das entweder schon entwickelt hat. Also ich werde spätestens bei der Entwicklung, warte, ich wollte hin. Nein, ich wollte nicht hin. Ich wollte eine Stadt weiter runter. Spätestens bei der Entwicklung werde ich dann wieder einschalten und den neuen Part einleiten. Ja, so sieht aus. Aber sorry, dass ich hier so viel gecuttet hatte und dass für euch jetzt so der Part schon vorbei ist. Aber wir sehen uns das nächste Mal. Euer KOH.